Ja, und moin moin Leute, mal wieder hier YouTube Gamescom auf der PS3 und so. Hier am Start, heute mal frei für alle auf der Map Lockdown. Ich weiß nicht, irgendwie kommt heute nur Lockdown dran an die Reihe. Jo, hab natürlich eine Special Waffe dabei, ihr wisst ja, was es ist. Ich weiß es selbst nicht mehr. Ich glaube, das ist die. Ach Mann. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, aber ich sehe hier schon einen Gegner. Und ausgeschaltet! Yeah! Bleibt inaktiv einfach stehen. Das ist natürlich mir das Liebste. Ja, schon, ich habe ein bisschen Schnupfen bekommen. Oh, ja, das liegt an dem Wetter, sage ich euch. War gestern noch auf einem Wildseminar. Das muss ich euch jetzt mal erzählen, was da abging. So, ich bin ja vom Koch, Koch vom Beruf, das wisst ihr ja. YouTube Gamescom ist Koch. Ja, er ist Koch. Und er arbeitet irgendwo in Süddeutschland. Wo das ist? Na, das erfahrt ihr in meinen Videos, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. So, auf jeden Fall war ich auf diesem Wildseminar. Und ja, da sind wir angekommen und dann war da ein Reh. Ihr habt richtig gehört, ein Reh. Ein richtiges Reh und das hang da am Baum, taumelte rum. Und dann kam der gute Mann zu uns, ja, und sagte, jo Leute, willkommen hier. Beim Wildseminar, ja, hier, das ist ein Reh, das habe ich vor einer Stunde erschossen. Und, ja, jetzt schneiden wir es mal auf. So, er natürlich mit dem Messer gleich ran, hat den Bauch aufgeschlitzt, Leute. Und jetzt kommt's. Das Ding hat geblutet, es hat gespritzt. Es hat mich nicht zwar angespritzt, aber andere Leute hat es angespritzt. Und boah, das war so eklig und das hat gemüffelt. Und natürlich noch, das Ding war heiß, Leute. Das Ding war heiß, das Ding hat gekocht. Das Reh hat richtig gekocht. So, das Ding wurde richtig auseinandergenommen. Hier alles zerteilt hier. Kopf ab natürlich noch, Beine ab. Und der gute Mann so, jo, wenn ihr einen Fisch ausnehmt, sieht das auch nicht anders aus. Natürlich, das war ein absoluter Burner. Der Typ war richtig, richtig, richtig lustig. Und war richtig cool, so Wildseminar. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, so dass ihr euch vielleicht auch mal macht. Da muss man ja nicht unbedingt 18 sein, da kann man auch 10 sein oder so. Für so ein Seminar. Und ja, war schon krass, aber ich hatte gestern so Kopfschmerzen, Leute. Und ja. Leute, noch etwas. Ich werde wahrscheinlich ja, diese Woche keine Videos mehr hochladen, weil ich einfach keine Zeit finde, Videos zu machen. Und Schwätschke 90, ich hoffe, ich schaff's heute noch mit dir zu zocken. Wenn nicht, tut mir leid, weil, Leute, ich bekomme so viele Anfragen auf der PS3, das gibt's gar nicht. Ich war ja eine Woche weg, mach die PS3 an. Und da standen hier 200 neue Nachrichten von irgendwelchen wildfremden Leuten. Und natürlich noch von Abonnenten. Und noch von PSN-Freunden. Alle wollen zocken, 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 zocken. Da komme ich gar nicht mehr hinterher. Oh je, oh je. Ja, auf jeden Fall, schau das Video in HQ an. Ja, erstmal danke. Ich habe jetzt 20 Abonnenten. Und die Effect Brothers haben mir noch geschrieben. Vor kurzem. Das sind auch so. Die machen auch Gameplays und so. Und ja, vielleicht gibt es sogar bald Gameplays mit den legendären Effect Brothers auf YouTube. Mal schauen. Naja, das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. Ich hoffe, ich habe so viel geschwaffelt hier. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann. Und nicht vergessen, Video in HQ angucken. See you later, Alligator. Bis dann.